Hallo meine lieben Fußballfreunde, liebe Community, herzlich willkommen hier zur nächsten Folge der FIFA 20 Karriere. Wir machen weiter, denn es heißt Transferangebot für Erb. Wir wollen Erb verkaufen bis 25 Millionen gehen. Ich denke, das werden wir auch versuchen. Ich habe gesagt, wir sind uns in der Verhandlung. Ich habe jetzt gedacht, ich mache es jetzt doch einfach so davor. Deswegen, so bis 25 Millionen können wir gehen. Ich würde sagen, wir versuchen es doch gleich mit diesen 25 Millionen. Die bleiben bei 17. Was sagt ihr denn bei 23,3. Let's go. Das ist nur eine gute Summe, die wir hier für Arp bekommen, weil wir ihn für, wie viel haben wir ihn geholt? 6, 7 Millionen. Also wir haben ihn halt für wenig geholt und bekommen halt in dem Sinne so fast das Vierfache raus. Wenn es so 6 Millionen waren, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Ah, Transferangebot für Grujic. Das Ding ist irgendwie, oh, jetzt passt auf, das ist halt jetzt so echt eine schwierige Sache. Das Ding ist, ich bin bei Grujic irgendwie gesprächsbereit. Er spielt zwar jetzt eine Saison bei uns, die bieten schon 23, 4 Millionen als für seinen Wert, kann deutlich mehr bekommen. So, die Frage ist natürlich, wie viel wären sie bereit? Oh, jetzt muss ich mal eben so ein bisschen Gedankenspielchen machen. Wenn ich Grujic verkaufe, ist Tonali die Nummer 1. Sands ist die Alternative. Ferreira ist halt sehr, sehr gut. Und dann habe ich sehr, sehr viele dahinter. Letztendlich würde dieser Transfer, natürlich habe ich einen Verlust, aber guck mal, er ist 25, er ist 24, ist stärker. Lass uns doch mal gucken, wie viel Betis Sevilla bereit ist zu zahlen. So, da stand ja bis 40 Millionen. 40 Millionen ist, glaube ich, zu viel. Lass uns doch mal 36 Millionen versuchen. 26, also die sind auf jeden Fall hochgegangen. So, ich habe 36 gemacht. Was sagt ihr zu 33? Ich komme euch näher. 33 Millionen, ganz ehrlich, sage ich nicht nein zu. Ich weiß jetzt nicht mehr, für wie viel ich Grujic geholt habe, müsste ich mir die Folgen anschauen. 33 finde ich ist aber eine sehr, sehr gute Summe für einen schon 25-Jährigen mit nur Stärke 80. Und wie ich gerade gesehen habe, bekommen wir ein Angebot für Sargent und für Gravenberg. Das läuft ja mal Bombe. So, dann sind wir jetzt in Verhandlungen mit Alaves. Sargent für 13,7 Millionen haben wollen. Ich bin ganz ehrlich, 15 Millionen, also nur eine Million und keine Ahnung, was jetzt mehr und es ist eurer. 14. 5. Kommt schon. Kommt schon. Nur 14,1. Okay, ich komme euch näher. 14,25. Aber für weniger jetzt auch nicht. Kommt schon. 14,25. Ganz ehrlich, dadurch, dass es Verein war, wir seinen Marktwert gesteigert haben, ist es ein sehr, sehr guter Preis. So, und dann verhandeln wir jetzt nochmal hier, wie ihr seht, mit. Die wollen Gravenberg für 5,8. Eine Million mehr als sein Marktwert. Wir können bis 7 Millionen gehen und ich würde sagen, das versuchen wir auch. Es sind nicht umsonst die englischen Clubs und die haben immer Geld. Deswegen, das habe ich mir schon gesagt, für den ist es kein Problem. 7 Millionen, das ist der höchste Koeffizient von allen Spielern, die wir verkaufen konnten, weil wir haben, wie viel haben wir für Gravenberg bezahlt? Wirklich wenig. Deswegen, und das ist der beste Transfer, den wir machen konnten. Im Finale, vollkommen egal, wie jetzt hier die Frische ist, ist zufrieden? Nein. So gesehen, seinen Top-Spielern nicht. Auch habe ich mir was überlegt, weil ich finde, es ist schwierig, immer die Jugendspieler zu verkaufen. Da kommen wir aber noch zu, mal gucken, was wir noch verkaufen können in der Folge. So, ich trinke was. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Hm. 2-1 gewonnen. Da kann ich mich doch nicht beschweren. Oh, Le Comte hat Ramonaco. Haben die denn auch in Realität? Der Le Comte spielt doch bei irgendeinem anderen französischen Club. Ich weiß jetzt aber nicht mehr bei wem. So. So viel eben zu meiner Aussage. Transferangebot für Schmidt, Huddersfield. 4 Millionen. Ja, das war ein schöner Erfolg, Gewinn des Endspiels. Und dann verkaufen wir jetzt nochmal Niklas Schmidt.
So, lass doch mal gucken, was Huddersfield bereit ist zu zahlen. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, was der Vorstand sagt. 4,4 ist sein Wert. Ich gehe jetzt einfach mal auf 4,6. Ich habe gar keine Ahnung. 4,6. Ja, easy. Danke. Okay. Weil da hatte ich jetzt wirklich so gar keine Ahnung. Und bei dem ist es mir auch so ein bisschen egal. Natürlich ist es ein bisschen was, aber hey, was soll's. So. Leute, jetzt heißt es wirklich Spieler verkaufen. Ich habe jetzt schon mal einen Abschlussbericht, weil ich ein paar Stürmer beobachtet habe, kann ich ja mal kurz sagen. Weil wir natürlich hinter Haaland und David eine neue, so gesehen, Nummer 3 brauchen. So, Arp mit überzeugender Vorbereitung. Ah ja. Arp ist verkauft. Grujic ist verkauft. Sargent ist verkauft. Gucken wir doch gleich mal. Ah, Benfica will Vindal. Nee, tut mir leid. Tut mir leid, Benfica. So, Enzo, Oli. Nee. So, gucken wir doch gleich mal auf unser Transferbudget. Groß verbessert sich. Haaland, David gehen beide aber auch nach oben. Lafont mit einem A, das war doch ein sehr solides Training, obwohl Groß ein D hatte, schade. Wäre das auch ein A oder B gewesen, wäre das hier echt schmackhaft. Wir haben immer noch 100, oder was heißt immer noch, wir haben 183 Millionen. Mit dem Geld können wir wirklich noch einiges machen. Wir brauchen halt für die rechte Seite noch einen starken Spieler. Ousmane Dembélé wäre halt irgendwie geil und irgendwie ist er auch gar nicht so teuer. Hudson-Odoi hat ein gutes Potenzial. Ich habe ja schon einen Jungen. Wir brauchen ja eigentlich nur einen guten. So gesehen jetzt. Das heißt, wir brauchen einen guten rechten Flügel und wir brauchen ja einen guten Innenverteidiger. Mit dem Konaté und Upamecano kann man nichts falsch machen. Ich glaube, ich würde mir auch irgendwie Konaté dann eher holen. Oder halt eben natürlich Königstransfer schlechthin. Matthijs de Ligt. Dann würde ich aber auch das Nationalmannschaftsangebot der Niederlande ablehnen. Ich glaube, sorry, es ist jetzt in der Folge zwar, aber nicht wegen de Ligt, sondern insgesamt, ich werde das Angebot jetzt ablehnen. Tut mir leid, liebe Niederlande. Das Ding ist halt einfach, ich mag die Niederlande, ich finde es toll, aber ich will eher Nationaltrainer von Deutschland werden, das habe ich aber auch immer gesagt. Es ist ja noch kein Spiel. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt bis zum 22. so in etwa, gucken, ob wir noch Nachrichten bekommen. Nicht nur scoutsmäßig, sondern vielleicht auch so transfermäßig. Und das wäre natürlich cool. Ich habe nur Leihangebot gelesen. Ich will keinen Spieler verleihen. Nein. Weder an Lille noch an Benfica. So, Schmidt haben wir verkauft. Gravenberg haben wir verkauft. Dadurch bekommen wir jetzt auch nochmal echt tolle Millionen. So, und wenn wir uns jetzt hier so unseren Kader anschauen, ist der an sich gar nicht so schlecht. Muss man mal echt zugeben. Der Kader leert sich. Wir haben ja aber Spieler natürlich, die gehen sollen. So, ein Groß ist so gesehen ja unser Innenverteidiger Nummer 3. So, Saliba, nee, eigentlich ist Saliba ja Innenverteidiger Nummer 3. So, wir brauchen jetzt noch einen halt für Groß. Vogt, der hat ja natürlich auch nicht mehr so das große Potenzial. Muss man ja auch mal dazu sagen. Die Frage ist dabei. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Sache, die mich interessiert. Groß. Wir haben den halt erst letzte Saison geholt. Schlüsselspieler, ja. 15 Millionen. Hat kein Plus gemacht. Gehalt 35. Den behalten wir einfach noch, würde ich sagen. Weil, wie groß ist er? Zeig mal, 1,94 groß. Und dann mit einem Franzosen daneben. Und wir haben dann so gesehen zwei deutsche Innenverteidiger und zwei französische. Das wäre ziemlich geil. Also, was ich jetzt auch noch mal kurz machen wollte, ist Folgendes. Wir haben ein paar Spieler ja auf der Transferliste. Wie unter anderem Ploegmann. Für Ploegmann
kann man ein bisschen was bekommen. So, der nächste, achso, der nächste, der auf unserer Liste steht, ist Vollert. Mhm, merken wir uns mal eben. Vollert. Meier. Okay, Vollert. So, und tut mir leid, lieber Vollert, aber man kann es ja eben machen. Und es sind nur 77.000. Das mache ich bei dem Spieler jetzt echt liebend gern. Das bedeutet, Meier verkaufen. Dann Zentrale, würde ich sagen, bleiben wir echt so. Wir haben dann Ferreira, der spielt, und der muss sich jetzt halt einfach dann verbessern. 4 Jahre, und er sagt, sein Vertrag gefällt ihm nicht. Ah, weil er dann Stammspieler sein will, deswegen vielleicht. Würde er jetzt auch werden. Wo war ich? Achso, hier. Achso, Meier verkaufen, Torhüter verkaufen, dann haben wir 20 Spieler. Und dann holen wir noch 3 bis 4, so gesehen. Halt 2 gute und so 2 in dem Sinne ja eben, die so hinten anstehen. Konaté ist so aktuell Nummer 1, würde ich sagen sogar, weil der ist echt gut, kostet nicht so viel. De Ligt, ey, das wäre natürlich ziemlich geil. Zumal, oh, Freigabesumme. Ich überlege mal noch, ob ich wirklich Konaté oder De Ligt hole, weil dann haben wir 4 Innenverteidiger. Dann heißt es entweder Dembélé oder Hudson-Odoi für den rechten Flügel. Und dann heißt es nur noch einen Stürmer, Esposito oder Silva, wo ich mich da aber auch entschieden habe. Und er wird ja auch noch beobachtet, wie ihr seht. Und dann muss ich eigentlich nur noch einen Spieler finden. So in dem Sinne, vielleicht wird es De La Vega, ich weiß es noch nicht, denn wir brauchen noch einen für den linken Flügel. So, das war's aber für diese Folge. Freut euch also auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ich denke, da geht's dann auch nochmal ab. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und mir bleibt nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Fußballfreunde und Community, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.